Die häufigste Ursache für eine Muskeldystrophie im Kindes- und Jugendalter ist ein genetisch bedingtes Fehlen oder eine Funktionsänderung des Eiweißes Dystrophin. Dystrophin ist ein wichtiger Bestandteil von Muskelfasern. Um zum Beispiel einen Arm zu beugen, sind Nervenimpulse notwendig, die vom Gehirn zum Muskel übertragen werden und diesen veranlassen, sich zu verkürzen. Jeder Muskel ist aus mehreren Muskelfaserbündeln zusammengesetzt, die wiederum aus mehreren Muskelfasern bestehen. Jede dieser Fasern ist von einer Zellmembran umhüllt. Dystrophin bildet innerhalb der Muskelfaser eine Art Netz an der Zellmembran und stabilisiert diese. Fehlt Dystrophin zur Stabilisierung der Muskelfasermembran oder liegt ein Dystrophinmangel oder Defekt vor, kommt es zu Rupturen der Zellmembran. Dadurch strömen Bestandteile des Zellplasmas, wie zum Beispiel das Muskelenzym Kreatinkinase, aus der Zelle aus und schädliche Substanzen, wie zum Beispiel Calciumionen, dringen in die Zelle ein. Es kommt zur Schädigung der Zelle mit der Folge des Faseruntergangs und Vermehrung von Binde- und Fettgewebe, auch Dystrophie genannt. Die Muskeldystrophie des Typs Duchenne ist die häufigste Muskeldystrophieform im Kindesalter. Sie tritt mit einer Häufigkeit von einem unter 3.500 neugeborenen Jungen auf. In Deutschland leben etwa 1.500 bis 2.000 Betroffene. Eine mildere und erheblich langsamer verlaufende Form dieser Krankheit ist die Becker-Muskeldystrophie, die etwa 10% aller Dystrophien-Erkrankungen ausmacht. Für beide Krankheiten sind Veränderungen, sogenannte Mutationen, in einem Gen verantwortlich, das auf dem kurzen Arm des X-Chromosoms liegt und aus über 2 Millionen Bausteinen, den Basenpaaren, besteht. Dieses Gen steuert die Produktion des Eiweißes Dystrophin. Bei etwa 2/3 aller Betroffenen fehlt ein größeres Stück dieses Gens. Es gibt aber auch Verdopplungen von Genabschnitten oder das Fehlen einzelner Basen, sogenannte Punktmutationen. Aufgrund dieser Gendefekte ist die körpereigene Dystrophinproduktion gestört. Bei Patienten mit der Becker-Form hingegen werden Dystrophinmoleküle produziert. Jedoch sind diese in ihrer Struktur und Funktion verändert, wodurch ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. In der Regel ist der klinische Verlauf der Erkrankung umso milder, je höher die Funktionalität der veränderten Dystrophinmoleküle ist. Aber warum sind fast nur Jungen von Muskeldystrophie betroffen? 2 größere X-Chromosomen bestimmen das weibliche Geschlecht, 1 größeres X und 1 kleineres Y-Chromosom das männliche Geschlecht. Wenn nun ein X-Chromosom einen Gendefekt aufweist, der die Dystrophinproduktion stört, so kann beim Mädchen in den meisten Fällen das 2. gesunde X-Chromosom für eine ausreichende Dystrophinproduktion sorgen. Bei Jungen besteht diese Möglichkeit nicht, da ihr 2. Geschlechtschromosom, das Y-Chromosom, keine genetischen Informationen zur Herstellung von Dystrophin enthält. Bei 90% aller Patienten ist es mit Hilfe molekulargenetischer Analysen möglich, die Ursache zu diagnostizieren. Für die weitere Familienplanung sollte eine humangenetische Beratung stattfinden, um abzuschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit künftige Geschwister und andere männliche Verwandte von einer Muskeldystrophie betroffen sein könnten. Bereits im Säuglingsalter können bei betroffenen Jungen stark erhöhte Kreatinkinase-Werte im Blut festgestellt werden. Der Krankheitsverlauf der Muskeldystrophie-Typen Duchenne und Becker unterscheidet sich in ihrer Ausprägung deutlich. Bei der Duchenne-Muskeldystrophie ist die erste für die Umgebung wahrnehmbare Auffälligkeit eine Verzögerung der grobmotorischen Entwicklung, vor allem im Vermeiden von Aufstehen und Hinsetzen. Beim Setzen scheinen sich die Kinder fast fallen zu lassen. Das Laufen lernen betroffene Jungen meist verspätet. Sie stürzen häufig und haben Schwierigkeiten, sich dabei abzufangen. Auch fällt es ihnen schwer, zu rennen oder zu hüpfen. Auffällig sind die Zunahme des Wadenumfangs und ein watschelnder Gang. Anders als gesunde Kinder steht ein Duchenne-Junge so auf, dass er sich zunächst in die Bauchlage dreht und sich dann über den Vierfüßlerstand mit den Händen an den Oberschenkeln hocharbeitet. Die Schwierigkeiten, die erkrankte Jungen beim Laufen und Aufrichten haben, resultieren aus einer Muskelschwäche, die zuerst in den Muskeln des Beckengürtels auftritt. Im weiteren Verlauf der Erkrankung prägt sich bei zunehmender Schwäche der Bauch- und Rückenmuskulatur ein Hohlkreuz aus.
Gleichzeitig, aber in individuell unterschiedlicher Ausprägung, entwickeln sich an verschiedenen Gelenken Bewegungseinschränkungen. Bei vielen Jungen zeigt sich dies in einem typischen Gang auf Zehenspitzen. Später wird das Laufen immer schwieriger bis unmöglich. Im weiteren Verlauf der Erkrankung entwickelt sich häufig eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule, eine sogenannte Skoliose. Hinzu kommen eine Schwäche des Herzmuskels und der Atemmuskulatur. Bei etwa einem Drittel der an Muskeldystrophie des Typs Duchenne oder Becker erkrankten Patienten bestehen eine verminderte Lernfähigkeit sowie eine verzögerte Sprachentwicklung. Anders als die Muskelschwäche sind sprachliche Schwierigkeiten und Lernstörungen aber nicht fortschreitend. Im Gegensatz zu Duchenne-Erkrankten ist die Krankheitsausprägung beim Typ Becker meist geringer, sodass die Muskelschwäche oft erst im zweiten Lebensjahrzehnt erkennbar wird. Sie betrifft ebenfalls den Schulter- und Beckengürtel, kann aber links- und rechtsseitig unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Dies führt zu meist asymmetrischen Kontrakturen, vor allem an den Sprunggelenken. Die Gehfähigkeit kann möglicherweise bis ins Erwachsenenalter erhalten bleiben. In Einzelfällen wird das Krankheitsbild erst spät bei Auftreten einer Herzmuskelschwäche diagnostiziert. Muskeldystrophie des Typs Becker ist in der Regel nicht lebenszeitverkürzend. Fortschritte im medizinischen und therapeutischen Bereich ermöglichen auch Duchenne-Erkrankten eine hohe Lebensqualität und steigern die Lebenserwartung über das 50. Lebensjahr hinaus. Daher sind Körperpflege, Erziehung und Ausbildung erkrankter Jungen so wichtig. Der dem Krankheitsbild Muskeldystrophie zugrunde liegende Gendefekt und die damit einhergehende fehlende oder mangelhafte Dystrophinproduktion können derzeit noch nicht behoben werden. Eine Heilung der Krankheit ist deshalb bislang nicht möglich. Dies bedeutet aber nicht, dass es keine Behandlung gibt. Alle Behandlungsmaßnahmen konzentrieren sich darauf, die Muskelkraft möglichst lange zu erhalten, nachteilige Einflüsse wie Übergewicht und Fehlstellungen zu vermeiden und den Alltag des Betroffenen zu erleichtern. Wichtige Bausteine sind hierbei Physiotherapie und Ergotherapie. Krankengymnastische Übungen und spielerische Bewegung können dazu beitragen, die Muskelfunktion zu erhalten, Bewegungseinschränkungen vorzubeugen und die Selbstständigkeit der Betroffenen zu wahren. Auch die Atemfunktion kann mit speziellen Übungen unterstützt werden. Geeignete Hilfsmittel sind zum Beispiel orthopädisches Schuhwerk, orthopädische Schienen, Korsetts, Aufrichtstühle, Rollstühle sowie zahlreiche Helfer im Alltag. Eine kontinuierliche oder zeitweise Behandlung mit Cortisonpräparaten kann den Kraftverlust bei Duchenne-Muskeldystrophie für Jahre deutlich verzögern. Unter fachärztlicher Behandlung ist im Einzelfall zwischen Funktionserhalt und den Nebenwirkungen abzuwägen. Zu den möglichen operativen Maßnahmen gehören die Korrektur von Gelenkkontrakturen und Skolioseoperationen. Aber auch eine angemessene und gesunde Ernährung zur Vorbeugung von Übergewicht kann eine sinnvolle Ergänzung der therapeutischen Maßnahmen darstellen. Darüber hinaus sind regelmäßige Untersuchungen des Herzens wichtig. Die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. unterstützt Betroffene und deren Angehörige. Weitere Informationen finden Sie unter www.dgm.org.